die sind wieder schön. Mhm. Ah. Du Spose, bist du eigentlich glücklich mit mir? Total. Ehrlich, so richtig voll glücklich. Voll. Weil ist das schön. Boah. Du gibt's gar nichts, was dir an mir nicht passt. Nix. Ja, dann bin ich deine Traumfrau. Egal. Aber du, das kannst du ruhig einmal öfter sagen. Weil eine Frau ja für sowas schon gern. Du bist meine Traumfrau, du bist meine Traumfrau, du bist meine Traumfrau. Mei, ist das schön. Ist das wirklich wahr, Spurzelherr? Ich darf es nicht sagen, wenn es nicht wahr war. Es ist so wahr, wahrer geht es gar nicht. Ja, und es gibt wirklich nichts, was dir an mir nicht passt. Nicht einmal eine Kleinigkeit. 0,0, kann gar nicht besser passen. Aber du, wenn es für einmal was gibt, gar nicht sag's mir viel. Weißt, weil, ich meine, du kannst mir alles sagen und ich bin dir überhaupt nicht böse. Weil, weißt, wenn man sie gern hat, dann werden wir sie alles sagen. Und das gehört auch zu der Liebe dazu. Nein. Eigentlich passt da alles. Eigentlich? Warum eigentlich? Also gibt's doch was, was da an mir nicht passt. Ach, vergiss, ist doch gar nicht der Rede wert. Was? Was ist nicht der Rede wert? Das sagst du jetzt, weil das möchte ich schon wissen. Ist auch nichts Schlimmes, gell, jetzt reden wir nicht mehr drüber. Nein, das will ich jetzt wissen, weil schließlich bin ich deine Frau. Wenn du unbedingt meinst, warum hast du gestern zum Beispiel gleich wieder zwei neue Bikini gekauft? Hast du doch eh schon zwei. Das ist auch eh ein Wahnsinn. Ja, vergunst du vielleicht in zwei Bikini oder was? Um Gottes Willen, ich vergunst da schon. Aber jetzt bin ich mal ehrlich, du hast doch auch was, ein Arsch und zwei Busen. Da brauchst du nicht gleich auch zwei. Ja, vielleicht ist der alte nicht mehr modern, dann brauche ich halt einen neuen. Ich spüre doch eh gerade, weil ich noch gerade komme. Und außerdem will ich auch nicht daherkommen, weil der letzte Trump bin. Ja, dann möchte ich die erste Mal her, wenn ich daherkomme, weil der letzte Trump bin. Meine Mutter hat ihr ganzes Leben lang einen Badeanzug gehabt. Und der ist auch getrampeliert, dass du das weißt. Deine Mutter, wenn ich das schon her, das ist ja sowieso ein Heilige für dich. Nein, der Sport, der ist fleißig und der, mein, ja, der kocht die besten Semmelknödel auf der ganzen Welt. Der beste wie dein, nennt's auf alle Fälle. Das ist eine Gemeinheit. Warum hast du dann nie geheiratet und nicht deine Mutter? Hättest du das doch geheiratet? Du, der hätte Semmelknödel gekocht, bis die zerreißt. Ich kann es echt nicht mehr hören. Leg sie doch gleich einbalsamieren. Du und deine Mutter. Sie mit ihrem alten Badeanzug und du mit dem Semmelknödel im Mai. Jetzt reg dich doch nicht so auf, wegen deinem blöden Bikini. Du hast mich gefragt, was mir passt. Und so hast du gesagt. Von mir aus kaufst du Bikini, bis du aus dem Kleiderschrank zerreißt. Hör schon her. Legst 20 Euro. Kannst du gleich nur noch kaufen. Hey, 20 Euro, sag mal, spitz jetzt du. Für 20 Euro kriege ich vielleicht einmal ein Bodyhand. Ein gescheiter Bikini kostet halt mindestens 70 Euro. Warum muss man ein Bikini gescheit sein? Der braucht ja nicht studieren. Du, deine blöden Witzkosten sparen, weil du hast da von Haus aus keine Ahnung. Das Einzige, was du weißt, ist, was ein Pfund Leber kauft, kostet ein halbes Bier. 70 Euro kosten die Fetzen. Da, schau dir mal das Unterhosen an. Die hat 59 Euro gekostet. Da ist bei weitem mehr Stoff drüber an so einem Bikini. Das Unterhosen, so ein Schmarrn, der schaut aus wie 59 Euro. Sag mal, bin ich dir nicht einmal 70 Euro wert? Du bist ein richtiger Geizkrank, bist du. Scheins, alter Melon. Nein, das darf nicht wahr sein. Den ganzen Tag darf ich kochen, putzen, deine kritische Wäsche waschen und dann werde ich dir nicht einmal 70 Euro wert. Abhauen sollte ich. Genau, abhauen sollte ich. Dann darfst du das vielleicht einmal sehen. Na, wenn's meinst, dann muss er abhauen. Ist doch mir wurscht, nein, ich wenigstens meinen Raum. Was ist dir das? Wurscht ist dir das? Dann nur so weiter, Bursch. Dann nur so weiter. Dann hau ich nämlich wirklich ab. Ich könnte mir auch heute noch futzen, dass ich das damals nicht gesehen habe, was du für ein Teufel bist, weil ich dich heiratet. Ja, mein Gott, wenn man sich noch einen Menschen also täuschen kann. So einmal spinnst du jetzt total. Lass dich so einen blöden Bikini, regst du jetzt also auf. Ja. Und außerdem hab ich die geheiratet, nicht du mich.
da nebenbei, gell? Du kennst dich quantenmäßig eh besser aus. Ein Tauscher, Herr Lenz, auf einmal. Gibst du es jetzt zu, dass mich besser auskenne, wie du, hä? Gibst du es jetzt zu? Ja, ich gib's zu. Bikini-mäßig kennst du besser aus. Ja, und? Ich höre. Was hörst du noch schon wieder? Ja, entschuldige dich gefälligst. Ja, wenn es mir ist, entschuldige. Ja, ich entschuldige. Das freut mich aber alles klar. Und haben wir noch jetzt wieder gut, oder was? Freilich haben wir gut, weil schlecht waren doch wir zwei noch nie. Aber sag ihm, dass du es jetzt schon mal, dass du wieder einen Schmarrn verzapft hast, oder? Ja, ich ist so, ich hab einen Schmarrn verzapft, wie immer. Genau, wie immer. Dann bin ich also doch die absolute Traumfrau, hä? Absolut. Absolut, da geht's gar nicht mehr. Und jetzt bin ich stark, weil jetzt kommt dann gleich Sportschau. Und bist du jetzt wieder glücklich, Spotzl, hä? Glücklich. Ich und glücklich. Der Suchthäusl ist ein freier Mensch, gell? In jedem Hund geht's besser wie mir. Das kleine oder Sportschau, geh ich auf, ich denk mir auf. Siehst du so ein Fußball? Immer einen Scherz auf die Lippen.